Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen hier bei Barney und gucken wir mal, ob er jetzt fertig ist. Hi Dina, ich habe die rote Beete jetzt geerntet. Sie haben das schönste Rot, das du je gesehen hast. Ich habe sie schon für dich gepresst, die Farbe ist also fertig für dich. Ich bin mir sicher, dass der Schneider sehr zufrieden sein wird. Wow, und wieder 90 Erfahrungspunkte gibt. Das ist alles wichtige Erfahrung auf unserem Weg zum Friesen. Auf unserem Weg zum Friesen. Tralalalalala. Ach, ich bin heute so gut drauf. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Und so vergnügt und fröhlich war ich bislang noch nie. Lal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 a. Ach, ich weiß es nicht warum. Ich bin heute einfach nur richtig happy und gut drauf. Upsala. Denn ich habe heute noch mal ein bisschen Zeit zum Questen und ich freue mich, bald Level 20 zu... 20. bald Level 12 zu werden. Oh. Hallo, wie heißt er nochmal? Donald? Ist er nicht Donald auch? Ja. Vielen Dank, Dina. So ein schönes Rot. Es ist noch schöner, als ich erwartet habe. Barneys rote Beete sind die besten. Maximales Limit von Jorvik-Schillingen erreicht. Verflixt! Ah, mit Level 12 könnte ich mir nochmal neue Sachen kaufen. Das kommt jetzt etwas zu früh. Da muss ich mir gleich nochmal ein bisschen Heu kaufen. Donald der Schneider. Grün wie ein neidischer Druide und die geheime Zutat. Wie grün ist er denn, ein neidischer Druide? Jetzt brauche ich grüne Farbe für deine Weste. Früher ist die alte Frau Holdsworth aus Moorland immer hergekommen, um Farbe aus Büschen zu machen. Sie kennt eine bestimmte Methode, die Blätter mit Olivenöl zu kochen, um daraus Farbe zu machen. Frag sie, wie man das macht. Vergiss nicht, Olivenöl von Harold zu bekommen. Okay. Harold, wer? Wer war nochmal Harold? Verflixt. Frau Holdsworth hat eine geheime Zutat, die ihr dazu verhilft, ein besonderes grünes Färbemittel herzustellen. Wir alle wissen, dass es sich um Olivenöl handelt. Ja, eine sehr geheime Zutat. Also besorg ein wenig Olivenöl von Harold. Er steht beim Brunnen in der Mitte des Dorfes. Bring das Öl dann zu Frau Holdsworth. Okay, jetzt wissen wir, wo Harold steht. Gut. Ich besorge hier erstmal ganz kurz ein wenig... So, genau. Zack, hier um ein bisschen von unseren Schillingen loszuwerden. So. Genau, das war Harold. Jetzt weiß ich es wieder. Die Erinnerung kommt wieder. Natürlich habe ich das Olivenöl für Frau Holdsworth. Ja, supi. Bitte schön, Dina. Das ist eine Flasche unseres besten Olivenöls. Bring es zu Frau Holdsworth. Pass aber auf, dass du die Flasche nicht fallen lässt. Sie sind sehr rutschig. Oh ja, oh ja. Jeder, der mal irgendwie eine Ölflasche in der Hand gehabt hat, wo mal ein bisschen was dran runtergelaufen ist, der weiß, wie fies das sein kann. Wir reiten jetzt hier auf dem Weg aber noch eben bei Steve vorbei. Oh, das ist so toll. Ich glaube, das wird mal irgendwie mein erster Western-Sattel oder sowas. Dieses Entdecker-Set. Das ist jetzt seit kurzem, also jetzt, wo ich es aufnehme, seit kurzem, das kennt ihr ja schon, in Golden Hills gibt. Habe ich gesehen. Nach Golden Hills können wir ja noch nicht. Schnief. Naja, kommt noch. Gott, ich glaube, ihr merkt auch, dass ich heute total aufgedreht bin und gute Laune habe. Sorry, falls ich euch nerve. Oh Gott. Also, weißt du was? Die Kohlladung ist hier. Nimm diesen Kohl und fülle damit die Löcher, so wie die Tierärztin es beschrieben hat. Wir werden sehen, was dann passiert. Wow, auch 65 Erfahrung. Ja wie, ja was? Das geht ja richtig gut heute hier. Wir bekommen ja wieder richtig viel Erfahrung. Es ist aber momentan hier wirklich, bei allen Quests so. Sehr, sehr gut. Aber bevor wir jetzt den Kohl in den Löchern verteilen, mache ich mich erstmal auf den Weg zu Frau Holdsworth, um zu gucken, dass wir die grüne Farbe bekommen. Ich wette mal, das wird gleich so ablaufen, dass sie sagt, ja, kannst du bitte ein paar Blätter pflücken für die grüne Farbe? Und dann, ja, ich mache die Farbe fertig, komm morgen wieder, dann kannst du sie abholen. Tippe ich jetzt einfach mal so. Star Stable Logik. Logik! So, Monique Rainforce ist jetzt dein Freund. Ich räume ja immer mal wieder meine Friendlist hier auf.
weil ich gerne auch wirklich Leute drauf haben möchte, bei denen ich schreibe, die mit mir schreiben möchten. Weil ansonsten finde ich es immer schade, wenn ich den Platz dann blockiere durch, mit Leuten, die mir noch nie geschrieben haben oder sowas. Und dafür kann dann jemand nicht drauf, der wirklich mal was machen möchte. Deswegen misste ich da immer mal wieder zwischendrin aus. Also, Frau Holsworth, da sind wir mal wieder. Hallo Dina, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Grüne Farbe? Natürlich, die Büsche in Moorland haben schöne große Blätter, die ich zur Farbe kochen kann. Meine Geheimzutat ist Olivenöl. Und das haben wir dabei. Oh, vielen Dank, Dina. Das ist perfekt, um die grüne Farbe zu machen. Ja, supi. So. Die Büsche haben normalerweise ein Blatt, das grüner ist als alle anderen. Finde dieses Blatt und pflücke es. Pflücke ein Dutzend dieser Blätter von den Büschen. Nachdem du sie mir gegeben hast, kann ich anfangen, die Farbe zu machen. Sie wird genauso schön wie die, die Bewahre-Aydin zu ihrer Kleidung benutzen. Okay. Also hier müssen wir mal außen rum reiten. Stopp, du musst mal durch, Dicker. Och Mensch, da passt du doch durch. Zieh den Bauch ein bisschen ein. Ist jetzt nicht so, als ob du ein fettes Vieh wärst. Oh, okay, da müssen wir runter. Nummer 3. Da oben ist keins dran. Hier sind auch noch Büsche. Eins, zwei, drei. Ja, auch noch eins. Okay, jetzt ist mal. Oh, da hinten. Ah, da leuchtet was, da leuchtet was. Oh, hier sind ja noch ganz viele. Da haben wir ja hier mehr Büsche, die Blätter haben, entsprechende Blätter, als wir brauchen. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man nicht ewig lang suchen muss, sondern einfach irgendwo lang reitet und dann kann man pflücken. So. Oh, Digga. Vielen Dank, Dina. Ich fange jetzt an, die Farbe zu machen. Sie wird morgen fertig sein. Komm dann wieder. Tada! Hab ich's nicht gesagt? Das war so klar. Oh, aber wir haben noch eine andere Quest. Ah, okay. Wert, um darauf zu warten. Während ich die Farbe mache, solltest du zum Schmied Konrad reiten. Ich habe gehört, dass er seit langem an etwas für dich gearbeitet hat, was jetzt fertig ist. Oh, Hufeisen. Aydins Runner. Okay, also es sind überall plus eins drauf. Die haben wir ja schon mal beim Pferdemarkt gekauft. Und noch eine Freundschaftsanfrage von Susan Eastcamp. Ja gut, die Hufeisen brauchen wir jetzt natürlich eigentlich nicht, aber einem geschenkten Gaul, ne? So. Dina, du kommst genau im richtigen Moment. Ich will endlich mit den Hufeisen fertig, die ich dir versprochen hatte. Sie sehen toll aus. Nimm sie und benutze sie mit deinem wunderbaren Pferd Midnight Blaze. Haben sie dann auch dieselben, genau dieselben Werte? Stärke, Geschwindigkeit, Disziplin, Agilität. Und die haben Stärke, Geschwindigkeit, Disziplin, Agilität. Ja. 130, 189, dann sollten wir die Standard-Hufeisen. 189 und 130, dann packen wir uns die hier drauf. Die Hufeisen hier. Weil die anderen bringen uns mehr zum Verkaufen. Ich meine, was brauche ich andere? Was brauche ich auf jedem Pferd, die Top-Hufeisen? Ich bin da wirklich immer eher ein bisschen geizig und sparsam. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt zurück zu Steves Farm. Und verteilen mal noch den Kohl in den Löchern und schauen mal, ob wir dann die Streifenhörnchen da unten im Boden anlocken können. Und uns auch mit denen anfreunden können. Das steht ja dann auch noch aus. Ja, vielleicht mögen sie uns ja gar nicht. Vielleicht sind wir ihnen ja unsympathisch. Kann ja sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt nur. So, hier sind die Löcher. Stopp. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal,
Oh, guck mal, da kommen sie schon. Sechsmal. Siebenmal. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich will nicht das Hufeisen da reinwerfen. Siebenmal und achtmal. Ja, jetzt sind die Viecher auf jeden Fall schon mal überall rausgekommen. Ah, die sind doch total knuffig, oder? Ich finde die total süß. Eieiei. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch lange rumstehen, es sind zwar schon mal 10 Minuten, aber ich mache jetzt trotzdem noch kein Folgenende. Oho. Sie sind fröhlich aus ihren Löchern gesprungen. Toll. Ja, das hat schon mal funktioniert. So weit, so gut. Was hältst du davon, sich hinter der Scheune... Was hältst du davon, sie hinter der Scheune wohnen zu lassen? Vielleicht in der Ecke, wo die alte Mauer ist und das Rennen startet. Dann müssten wir nicht immer so weit laufen, um sie zu füttern. Nimm diese Schilder und stelle sie hier auf, damit sich hier niemand beim Reiten verletzt. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendein Tourist nochmal stecken bleibt. Das stimmt wohl. Okay, Schilder aufstellen. 5 Stück, 1 hierhin. 1 dahin. 1 dahin. Das wird also das neue Zuhause der Streifenhörnchen. So, zack. So. Wieder eine Aufgabe fertig. Yay. Gut gemacht, Dina. Hier haben wir ein neues Zuhause für unsere kleinen Freunde. Yay. Oh, ich freue mich, weil die sind so knuffig. So. Aber jetzt würde ich wirklich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir haben schon wieder einiges geschafft. Ihr seht, es fehlt nicht mehr viel, bis wir Level 12 endlich erreichen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.